Höhne des Wahnsinns hatten wir, ne? Ey, dicke Katze. Das ist... Oh Mann, ey. Die ist geil, oder? Das, ja, das Vieh hat was. Was machst du denn da jetzt? Oh, sie schwebt. Nee, wow. Ich bin gerade sogar schon im Ladescreen. Ui, teleportiert? Ja, Teleportation. Ich teleportiere mich. An den Rand der Verzweiflung. Mit meiner fetten Katze. Da will ich mich aber nicht hin teleportieren. Fette Katze ist mit am Start. Nee? Starte. Fette Katze. Der Pups sogar. Der Pupsele. Nee, das war ich. Der Pupsele. Ist eigentlich auch Dings einen privaten Charakter? Ja, hab ich. Ah. Private. Wow. Jo. Phantominseln. Ja. Oh Gott. Hast du mich vermisst? Na, jetzt bin ich hier zur Stelle. Was? Bin eine Biene. Ich bin eine Was Biene. Was machst du da? Ich bestäube dich. Ich bestäube dich. hast du mich vermisst? Nee, jetzt bin ich ja zur Stelle. Was hast du ausgefunden? Verführerischer Gesang am Schiffsfriedhof? Am Strand wandeln Untote herum? Das weckt ungute Erinnerungen. Mit ähnlichen Phänomenen hatte ich zu tun, als ich noch als Kanonier unter Captain Rauschebart, dem berüchtigten Piraten, gesegelt bin. Damals machten wir Jagd auf Sirenen, die mit ihrem Gesang ahnungslose Seeleute ins Meer locken oder in den Wahnsinn treiben. So, damit nicht genug. Ihre Opfer bleiben auch über den Tod hinaus auf immer und ewig in ihrem Bann gefangen und finden keine Ruhe. Ich vermute ganz stark, dass wir es hier auf der Insel auch mit einer dieser legendären Sirenen zu tun haben. Mir war schon immer klar, dass Rauschebart bei seiner Jagd niemals alle Sirenen erwischt haben kann. Solange wir ihrem Treiben kein Ende bereiten, können wir den Wiederaufbau von Pharos Sirius vergessen. Früher oder später werden die Untoten die gesamte Insel überrennen. Also pass auf, du und ich, wir knöpfen uns diese Meeresbraut vor. Aber nicht ohne eine kleine Geheimwaffe. Hier, ein paar Messing-Ohrstöpsel. Damit bist du gegen ihren magischen Gesang geschützt. Los, auf zum Schiffsfriedhof. Die Sirene wird den Gesang bald im Halse stecken bleiben. Ja. Stimmt. Ich wollte ja noch etwas machen. Und zwar die Suche. Vor allem Captain Rauschebart, ey, unkreativ ist das denn? So, ich muss unbedingt mal diese Stufensteigerung machen. Da bin ich schon so lange drüber. Ja, mach das doch ganz einfach mal. Ja, hab ich ja gerade. Ach so. Hast du eigentlich dein Handy gefunden? Ja. Ah, okay, gut. Das habe ich gefunden. Ah, PvP habe ich jetzt auch zur Auswahl. Aber PvP ist kacke. PvP. 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 PvP, 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 Ja. Und ich bin nüchtern. Also heute bist du echt irgendwie abgestürzt, glaube ich so. und das Ganze, das alles ohne einen Tropfen Alkohol. 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 Aber sagen wir es eigentlich einfach mal so, dass so vertrauter, dass alles hier auch so, ne, so an sich wird, der ist so eher, komm auch so verrückte kommst Seiten. Kommst du aus dir raus. Ja. Ja, kommen auch so verrückte Seiten zum Vorschein, die nicht vielleicht so toll sind, aber vielleicht lustig, aber vielleicht auch toll und vielleicht auch nicht so toll. Du bist doch nicht verrückt, das wird doch keiner behaupten. Bin nicht verrückt. Nein, du bist vollkommen irre, aber noch nicht verrückt. Genau. Genau. Ich habe ein Lager vorbereitet. Er wird die Aufmerksamkeit der Sirene erregen, wenn sie sich dann neugierig nähert, schlagen wir zu.
Ja gut, außer dass die Regen, glaube ich, nicht unbedingt an Land kommen, aber naja. Na, doch. Also ich meine, das eigentlich bleiben die doch immer nur im Wasser. Na, es gibt auch zumindest auch Bücher und so weiter, wo sie auch teilweise am Land sind. Ja, ach, da ist ja schon eine. Wir müssen sich halt nur in Küstennähe aufhalten. Guck dir das an, du. Also ein Knochen. Also da. Nö. Was ist denn? Nö. Ja, warten wir jetzt auf die Inhaltssuche oder? Warte mal. Geht halt immer nur eins. Ich kann dann wieder die Instanz machen oder ich kann. Zurückziehen. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Ich bin eine Biene. Ja. Du heißt Marvin. Ich heiße Marvin. Marv. Bin der Marv. Bin der Marv. Ich heiße Helga. Bin die Helga. Nein, also heißt du nicht. Was für ein seltsamer Traum. Nicht? Hm. Heißt doch nicht Helga. Huch, hörst du das auch? Das ist ihr Gesang. Desi, über dem Wasser, mach dich bereit. Oh, hallo, Nero. Alter, wie er einfach mal aussieht wie Nobuo Uematsu, der mit seinem Schnäuzerchen ja, ne? Kratzt. Ist echt so. Ja, sobald sie merkt, dass wir gegen ihren Gesang immun sind, wird sie ihre Untoten auf uns setzen. Ich hab dich gewarnt, den Rest überlasse ich dir. Was? Ja, er muss wieder Musik machen. Hm. Alter, das ist der doch, also das soll der doch darstellen, da kann man doch sagen, was er willst. Höre mein Lied, folge den Klängen, lass dich umarmen inmitten der Wellen. Ja, normalerweise ist sie eigentlich, also sie reden kenne ich aus FF8 als Guardian Force. Also als sich, Aufruf ja, halt. So. Aber kriegt man hier nicht, ne? Hast du glaube ich mal gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Ich spiele das jetzt hier gerade das erste Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass du gegen die also. Beschwörungen ja quasi kämpfst. Das sind ja die Prima-Ehe. Ja, so wie jetzt. Ja, nee, das hier ist kein Prima-Ehe. Gegen Ifrit und gegen Titan habe ich zum Beispiel schon gekämpft. Karin kenne ich aus FF7, unter anderem. Kommt in jedem Teil eigentlich drin vor, heißt du immer anders. Ja, kannst du den Klugscheißer am Modus wieder ausschalten? Nein. Nein. Ich bei Final Fantasy. Ja, aber du kennst sie nicht. Aber ich sagen muss, ich kenne sie tatsächlich auch nur aus FF8. Also auch die noch in einem früheren Teil, das bin ich nicht ganz sicher, wenn ich das auch nicht anhören kann. Oder so. Zu rennen. Ich überlege gerade. Oh Gott. Was überlegst du? Wo Sirenen noch dann vorkamen, Effe. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube in Teil 4. Okay. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. In irgendeinem Teil, in einem älteren Teil kam sie zumindest dran vor. Ja, kann durchaus sein. Möchte ich nicht abstreiten. Hallo? Ja, was denn? Okay, du siehst so konzentriert aus. Ja, bin ich ja auch.
Ja, dann sagte ich, dachte mir, ich sag mal Hallo. Hallo. Du kannst tote Menschen sehen. Ich kann tote Menschen. Boah, wie viele kommen denn da noch? Ach ja. Ja, die Viecher nerven. Ja, die sind auch relativ schnell platt. Es kommen noch mal welche. Denn der soll ja auch nicht langweilig werden. Jop. Jop. Oh, ja, dann komm doch endlich her, du kleiner Pipi-Kopf. Sie ist schon kommen, ich lieg gleich tot am Boden. Nee, das packst du. Ich bin ja schon halb tot. Ich jetzt nicht mehr. Ich bin mir kalt. So, jetzt. Jetzt hauen wir ihn! So, und kommt noch jemand? Ah ne, endlich fertig. Oh mein Jut. Nicht schlecht, du hast dich wacker geschlagen. Nur schade, dass die Sängerin entkommen konnte. Ich glaube aber kaum, dass sie nach der Niederlage so schnell... Nach der Niederlage so schnell wieder blicken lassen wird. Und falls doch, können wir bis dahin Vorkehrungen treffen, die ja das nächtliche Singen austreiben werden. Also dann, leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann gebe ich dir einen aus. Das klingt ja, gut. Ja, wenn du Bo das sagst, dann muss das wohl stimmen. Werte Katze. Einfach aufgelöst. Wahnsinn. Diese Beinchen. Oh Mann. Yes. Und, wann holst du dir Apple 14? Oh. Wenn die D-Mark wieder da ist. Also, gar nicht gut. Na, so teuer Nein. Ist es ja nicht. Ich werde es mir wohl noch holen. Dieses Jahr noch? Im besten Fall ja. Nächsten Monat? Ja, klingt realistisch. Ist das nicht sie? Ja. Huch. Was ist das denn? Was? Ui, die Alte da. Hallo? Würdest du dir sie bitte angucken? Danke. Ach, das ist so eine Hasentussi, ne? Eine Viera. Ja, genau. Dianthus. Nein. Nein? Dianthus sitzt jetzt draußen in seinem Käfig. In seinem Gehege. Ist das schon eher ein Gehege? Ist ja wirklich groß. Werde ich nachher mal nachgucken. Ja, aber nicht im Pool fallen. Ich? Nee, ich habe ja mein Handy. Ja, das sollte auch nicht im Pool fallen. Oh, ich brauche noch mehr von den Tieren. Nein. Aus dem Shop. Nein. Doch. Das. Nein, aus. Doch. Böse. Nein. Doch. Böse Aldaria.
Nein. Doch. Ah, jetzt kann ich wegklicken. Ich hab grad keine Lust zu lesen. Bin... Oder aktualisiert. Ah, okay. So. Klick, 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 klick. Ich will jetzt auch gleich mal ein paar Sachen hier verkaufen. Und da ist ja mehr als voll. Minimal, ne? Da vorne ist ein Händler. Ich hoffe, ich kann bei dir irgendwas verkaufen. Bei mir? Ja. Bei dir nicht? Ah, nee, hier kann ich nichts verkaufen. Kein Problem. Aber kann ich bei dir Waren? Ja, kann ich. So gut. So, was haben wir denn hier? So. Das ist Nahrung. Diese scheiß Spur, ne? Was macht er denn? Er rollt die ganze Zeit nach hinten. Ich hab hier ein Gefälle im Raum drin. Ja. So eine Bremse einbauen oder so. Man war ich tatsächlich schon am Überlegen. Echt? Ja. Okay. Wollt ihr den Übersicht nicht verlieren, ne? Übersicht. Ich glaube, das reicht erstmal. So, jetzt habe ich zumindest ein bisschen Platz. Ja. So, Finsterwald. Oh, dann läuft Redania. Ab in den Finsterwald. So, Kleine, ich glaube, ich gehe aber auch ins Bett. Es sein muss. Ja, es muss sein. Nein, muss nicht. Ha, jetzt habe ich dich. Naja, doch. Ja, nee, nein. Da, 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 da. Barbara, Barbara, Barb. Barbara, was machst du da? Ich anziehen? Meine Jacke anziehen, besser gesagt? Du hast sie erst ausgezogen. Ja, aber es juckt. Also, meine Haare nerven mich gerade. Achso, okay. Deswegen zieh sie jetzt wieder an. Ja, macht Sinn. Ja, ne? Ja. Oh, da spielt schon wieder einer. Auf einem Instrument. Instrument. Weiß ich, wie lange machst du noch? Oh Gott, weiß ich nicht. Also nach Lust und Laune. Ja. Okay. Ja. Also zumindest mein Energy noch weiter trinken. Und ja, mal gucken. Ne? Ja. Mal gucken. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja, danke. Werde ich haben, hoffe ich. Sehr schön. Du kannst dich ja nochmal melden, wenn du morgst. Das kann ich machen, ja. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens Dienstag und wir tickeln ja sowieso. Ja, machen wir. Alles klärchen. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ach, zu meinem Viehtheater. Das ist ja um die Ecke, ne? Das ist um die Ecke. Dahin. Diesen Weg Richtung. Guten Tag. So.
Okay, hier sind teilweise Stellung im Doppelpack, könnten wir es nur annehmen. So, dann einmal hier. Könnten wir einmal machen. Ja gut, die Dinge sind drei. Ich glaube, oh. Okay. Boah, dieses Hin- und Her-Teleportieren. Hatte ich jetzt eigentlich was gegessen? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, hatte ich. Okay. Zoom. Ja, wo müssen wir hin? Irgendwo da hoch. Warum komme ich da eigentlich nicht beim ersten Mal gleich hoch? Ich kann lustig werden. Nochmal quer hier durch. Lang, lang ist her, dass wir hier das letzte Mal waren. Da sind Viecher, die wir brauchen. Für unser Bestiarium. Aber die sind so süß, die will ich eigentlich gar nicht töten. Darf ich mich auch ernähren? Ah, doch jetzt. Oh, sie sind irgendwie niedlich. Putzlich. Schnüffel, putzlich. Oh. Wie so ein kleines Rußmännchen. So ein Rußhasenmännchen. Was ist das? Jo. Hiervon brauchen wir nicht mehr. Und dann irgendwo darunter. Wo sind wir hier richtig? Das war Fächern. Ja, hier müssen wir hin. Ja, oder? Du hast dich. Ah, okay, und dann diese das Treuherz einsetzen. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Die Viecher hier in der Umgebung mögen mich nicht. Wahrscheinlich machen wir uns gleich noch mehr auf uns aufmerksam. So. Ich hätte vielleicht noch mal ein paar Tränke kaufen sollen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Oh, noch mehr. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt können wir es benutzen. Oh je.
Kristallträger. Bist du wie zum Düstel kaputt machen? Genau beim Questende, ne? Okay. Das kann dann nochmal dauern. Ist er nochmal hin? Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Irgendwie. Das Teleport. Dann aber gut Zwieselgrund. Und da kommen wir am besten weiter. Also, Kat. Okay, nee, jetzt haben wir aus Versehen den Schokobo. Aber das passt auch. Mit dem Schokobo bin ich auch zufrieden. Glaube. Okay,